So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way of the Hunter. Das mache ich gleich nochmal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way of the Hunter, hier mit eurem Captain Dax. Wir spielen heute, ich verkack's schon wieder. Was ist denn das? Das ist Montag. Das ist wie bei der Fahrschulprüfung, ne? Wenn ihr einmal einen Fehler macht, dann macht ihr immer wieder einen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way of the Hunter. Wir gehen heute mal ein bisschen spazieren. Ich habe gemerkt, dass ich auf der Karte noch nicht so viel aufgedeckt habe und dass da bestimmt noch einige Flecken sind, die sehr interessant sind, mit sehr interessanten Tieren. Mal sehen. Wir schauen mal rein und damit let's go. So, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das habt ihr selber gemerkt, aber das war alles, zu dem ich jetzt heute hier imstande bin. Ich möchte nämlich noch so ein bisschen, wir haben immer so Wege, die wir so ablaufen, ne? Aber ich glaube, hier so zwischendurch ist auch viel los. Und ich will jetzt neue Hotspots entdecken, sozusagen. Da unten ist auch ein Fluss, vielleicht gehen wir auch erstmal den Fluss entlang. Ey, dieser Frosch, den ich heute Mittag hatte, der war so groß, er steckt mir noch hier drin. Ich muss erst ein bisschen labern, dann löst er sich und rutscht nach unten oder nach oben. Wir wissen es noch nicht. Nach oben wäre auf jeden Fall ein Highlight für den Stream. Ich glaube, das wollt ihr sehen. Guck mal, der ist ausgewachsen, hat 2 Sterne. Den können wir da rausnehmen. Seit dem letzten Stream achte ich jetzt sehr drauf, ob ich die richtige Waffe gewählt habe. Na komm schon, komm schon. Das kannst du nicht überlebt haben. Sehr gut. Ich wusste es. Da wollte noch mal einen auf dicken Mann machen hier, ne? Ich bin hier der einzige dicke Mann. So, oh, habt ihr diesen erschreckten Gesichtsausdruck gesehen? Lol. So, einmal alles bitte. Herz und rechter Lungenflügel, jojojo. Voll ins Herz. Sehr, sehr guter Treffer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Eigenlob stinkt, aber das ist ein sehr guter Treffer. Und 2 Sterne mit 60,24% genetisches Potenzial. Ich glaube, der hat auch nicht mehr als 2 Sterne verdient. Das ist so. Na komm schon. So viel hältst du nicht aus. So viel hältst du nicht aus. Komm schon. Ah, okay. Anscheinend nur in die Lunge getroffen. Gucken wir mal. So, wo habe ich reingetroffen? Viel zu hoch. Aber dafür schön eine Doppellunge. Top. Und 37,38. Oh Gott, ich kann keine Zahlen mehr lesen. Ja. Oh, Fuchs. Digga, ich hätte dich fast überfahren. Ups. Oh nein. Nein. Oh, wie konnte mir das passieren? Okay. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich da geschossen habe. Vermutlich den falschen. Aber wir gucken trotzdem mal. So, Hauptschlagader habe ich... Oh, ich habe Hauptschlagader getroffen. Und Doppellunge. Doppellunge, Hauptschlagader. Okay. Schön. Ah, Jungtier. Ah, aber 30,7, der musste eh raus. Sehr gut. Easy. Schießt man noch Fasan. Top. Schöner Treffer. War auch ein Jungtier. Oh, 72,23. Naja, gut, das habt ihr nicht gesehen. Das hätte noch ein bisschen größer werden sollen, das Tier. Es ist halt immer das Dumme, ne? Also du gehst durch den Wald, trittst auf den falschen Ast, zack, rennen die alle weg, ne? Aber fährst du mit dem Auto direkt auf die zu, bleiben die stehen. Ich kriege ich.
Dich kriege ich. Oh, Stein. Dich kriege ich. Man muss es doch mal ausprobieren, oder nicht? Man muss es doch mal ausprobieren. Wild und Fall. Ja, es ist mir vors Auto gelaufen. Habt ihr es gesehen? Mir einfach vors Auto gelaufen. Wenigstens kriege ich dafür noch einen Euro. Das müsst ihr mir noch versprechen, THQ Nordic. Macht bitte, dass ich aus dem Auto heraus mit dem Fernglas gucken kann. Ich will aussteigen. Na, jetzt sind die erschrocken. Toll, eben gerade waren die nur alarmiert. Jetzt musste ich natürlich dreimal den Motor anlassen hier. Zack. Weg sind sie. Oh, guck mal. Ah, ich wollte gerade sagen, der DAX ist autosicher, ne? Nee. Leider auch nicht. Da ist er. Passiert. Was soll ich machen? Ich wollte ihm ausweichen. Ne? Ich bin extra nochmal vor und zurück und vor und zurück, aber der hatte anscheinend kein gutes Leben, der DAX. Ne? Er wollte halt. Der wollte überfahren werden. Aber es ist eine schöne... Mir gefällt gerade das Auto so schön. Es ist eine schöne Methode, hier einmal durchzufahren, um zu sehen, ob hier überhaupt was ist gerade. Und ich glaube, ich kann das noch perfektionieren. Tiere alarmieren mit dem Auto und sie dann schießen, wenn sie dumm rumstehen und gucken, was als nächstes kommt. Boah, ey, hier ist ja eine riesige Fleifreche. Eine Fleifreche. Auf der ich noch nie war. Hier ist Bahnübergang. Da müssen wir gucken, ob wir nicht gesmashed werden. Ne? Erstmal nach rechts, dann nach links, dann nochmal nach rechts und dann können wir drüber fahren. So hat man das uns in der Schule beigebracht. Da ist wieder auch abseits der Wiesen. Abseits vom Flussbett da vor uns wieder nichts los hier im Wald. Lol, sagte er und schreckte eine Herde Weißwilde auf. Vorsicht! 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 Der hat aber auch echt ein großes Geweih gehabt, ne? Der sah saftig aus. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht! Ah! Oh. Das war close. Das war echt close. Da hat er Glück gehabt. Da hat er Glück gehabt. Oh! Was war das? Irgendwas habe ich gerade richtig schön weggerammelt. Oh. Hat er noch eine Wurst gelegt dabei. Digga, ich wollte gerade sagen, kugelsicherer DAX oder was? Also, erster Schuss ging ins Herz schon. Okay. Okay, okay, okay. Jagdwertung 3 von 5. Oh nein. Oh nein. Ich hab zu oft drauf geschossen. Was mit dem hier? Der die einfach nur die Straße überqueren wollte? Ja. Den haben wir gut erwischt. Unverwundbar, der stirbt nicht. Ja, doch, doch, doch. Er ist gestorben. Aber er brauchte eine Weile. Sehr schön.
Ah, da liegt er. Top. Wunderschöner Treffer. Oh ja. Schöner Herztreffer. Na gut. Also ich habe direkt durch die Hauptschlagader getroffen. Aber es ist trotzdem Herztreffer. Das ist der Ausgewachsene. Genau, 47,41. Schön. Schönes Ding. Top. Oh, guck mal. Der hat 4 von 5 Sternen. Das ist gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht. Aber da weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht doch noch älter werden könnte. Weißt du, was ich meine? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Nicht älter, sondern ob der noch mehr Sterne kriegen könnte. Gucken wir uns den Burschen an. Ja, schön beim Schwimmen erwischt. Ja, 83,22. Ich bin jetzt mal frech und behaupte, der könnte auch nur 4 Sterne erreichen. Der Bub. Es ist immer ein bisschen tricky, auf 4 Sterne zu schießen. Weil manchmal haben die doch ein höheres genetisches Potenzial. Man hätte denen einfach noch ein bisschen Zeit geben sollen. Aber es stand halt schon ausgewachsen dran. Das heißt, ausgewachsen ist nicht immer ausgewachsen. Also beziehungsweise können die noch diesen einen fehlenden Stern bekommen und wären dann im Prinzip 5 Sterne. Das ist immer schwierig in dem Game, beziehungsweise finde ich das auch fies irgendwie. Weil du kannst dir ja nicht sicher sein bei dem 4-Sterne-Tier. Du musst halt Eier in der Hose haben und einfach drauf schießen. Oder beim nächsten Mal. Also sagen hier, lauf noch, ich spiele noch einen Tag und wenn ich dann die Herde nochmal sehe und der hat immer noch 4 Sterne, dann schieße ich drauf. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben so ein bisschen die Map erkundet, wir haben ein paar Quests gemacht, wir waren viel mit dem Auto unterwegs. Ich habe das Auto so ein bisschen lieben gelernt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, auch wenn ich das ein oder andere Tier umgefahren habe. Es sei mir verziehen, ich muss es aber mal testen. Oder testen darf man doch mal, oder? Testen darf man doch. Auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und bis dann, macht's gut. Ciao.